Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Herr Willers, 1:1 in Köln, eher verdienter Punkt, er zittert oder wie würden Sie es resümieren? Ja, ich glaube, mit dem Punkt können wir ganz gut leben. Gerade in der zweiten Halbzeit war Köln schon sehr stark, hatte sehr viele Standardsituationen. Jeder Einwurf ist gefühlt bei denen ja auch wie ein Freistoß. Und ja, ich glaube, mit dem Punkt können wir ganz gut leben. Müssen wir halt auswärts auch mal mitnehmen, wenn es nicht so gut läuft bei uns. Und jetzt geht es halt gegen Zwickau und gegen Paderborn dran, die Punkte wieder zu holen. Heute waren ja doch zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. Nicht? Also woran lag es, dass in der zweiten Halbzeit der VfL sich hat so hinten reindrängen lassen und kaum Entlastung da war? Ja, ich war halt auch, jetzt will ich auf die Sonne schieben, aber die Sonne stand schon extrem tief. Dadurch hatten wir ein bisschen Probleme, höher zu stehen in der Kette, sondern haben uns eher ein bisschen tiefer fallen lassen. Und ja, erste Halbzeit, gerade die ersten 10 Minuten waren wir auch noch nicht so auf dem Platz, fand ich. Das hat Köln sehr gut gemacht. Gerade nach dem 1-0, da waren wir, glaube ich, ganz gut am Drücker und hätten auch mit dem Hallis Pfostenschuss noch auf 2-0 stellen können. Ja, und zweite Halbzeit sind wir ein bisschen nicht überrascht worden, aber da hat Köln schon sehr gut gemacht und auch sehr gefährliche Standards geschossen, gerade mit Alibas, der dann neu reinkam und hat uns vor ein paar Probleme gestellt, aber ja, wir wollten zu 0 spielen, kriegen ein bisschen ärgerlich das 1-1 und müssen wir jetzt mit leben. Gut, und letztendlich muss man ja auch sehen, Köln ist 4 Punkte hinterm VfL, ist ja nun auch keine Laufkundschaft der dritten Liga, ne? Ja, das stimmt. Also wir wussten, wir haben uns in den letzten Jahren auch schon schwer getan gegen Fortuna Köln, wo wir 2 verloren haben. Haben, glaube ich, eine ganz gute Reaktion gezeigt. Wie Halli auch gesagt hat, wir wollten natürlich hier gewinnen. Hätten es auch, wenn wir die zweite Halbzeit so angegangen wären, wir die erste, hätten wir es auch, glaube ich, verdient gehabt. Aber ja, so nehmen wir einen Punkt mit, Mund abwischen und dann fahren wir nach Hause. Wie gut tut das Gefühl, dass man heute, zumindest bis morgen Nachmittag, ist man Tabellenführer? Wenn Duisburg morgen in Lotte patzt, könnte man vielleicht sogar Tabellenführer bleiben? Oder ist das der Mannschaft derzeit im Moment egal? Mich juckt das eigentlich nicht, weil ich steige auch gerne Zweiter auf. Aber ich glaube, Tabellenführer sein bringt uns eigentlich nicht so viel. Mir wäre es lieber, dass morgen dort Unentschieden rauskommt oder eventuell eher Lotte gewinnt, glaube ich, als eher Duisburg gewinnt als Lotte, weil lieber Abstand nach unten kriegen als Erster zu sein, sondern ja, also mir ist das relativ egal aktuell. Der VfL hat heute zwei Stammkräfte zu verkraften. Auf der Innenverteidigung sind sie zurückgekehrt. Das war ja eigentlich klar. Auf der Großposition Kamer Krasniqi, wie hat er sich heute aus Ihrer Sicht verkauft? Ja, sehr gutes Debüt gehabt, wollte viele Bälle haben, hat es gut gemacht, hat gegen den Ball auch sehr gut gearbeitet, wichtige Fouls gemacht, wichtige Zweikämpfe gewonnen und natürlich ist Christian Groß nicht 1:1 ersetzen, weil er ein sehr guter Spieler ist, aber der Kamer hat es heute sehr gut gemacht und gut auch mit Basti Schulz harmoniert und so kann er weiterspielen. Alles klar, vielen Dank. Okay, danke. Ciao. Na, Sie im 1:1 heute bei Fortuna Köln, glücklicher Punkt, oder wie würden Sie das unterm Strich beurteilen? Glücklich würde ich jetzt nicht sagen, hart erkämpftes Spiel auf jeden Fall, wir haben gut gegengehalten, schlechter als der Gegner fand ich, waren wir nicht, deswegen geht der Punkt auf jeden Fall in Ordnung. Gut, aber in zweiter Halbzeit muss man ja schon feststellen, dass im Vergleich zur ersten sich der VfL hat doch sehr, sehr stark in die eigene Hälfte reindrücken lassen, aber ist das ist auswärts normal, oder? Ja, ich sag mal so, die haben sehr gut Druck gemacht vorne und haben uns kaum ins Spiel gelassen. Deswegen fiel es uns auch schwer zu kombinieren. Ja, trotzdem, kämpferisch haben wir sehr gut gegengehalten und deswegen sehe ich, dass wir den Punkt auf jeden Fall verdient haben. Und nicht erzittert? Nein. Ich meine, wir haben auch eine sehr gute Chance vorhin gehabt, wo die auch sehr schlucken mussten und deswegen zittern mussten wir jetzt nicht. Gut, jetzt also ist man zumindest bis morgen Tabellenführer in der dritten Liga oder interessiert das die Mannschaft im Moment gar nicht? Das interessiert uns nicht. Klar ist das eine schöne Momentaufnahme irgendwo, aber wir gucken von Spiel zu Spiel und gucken eigentlich auch nur auf uns. Konzentrieren uns morgen spätestens ab Dienstag schon auf den nächsten Gegner und alles klar. Vielen Dank. Heute 1:1, verdienter Punkt, erzitterter Punkt oder wie ist das Resümee? Ich denke unterm Strich verdienter Punkt, dass wir hier nicht Fortuna im Boden rennen werden und das Spiel die Fortuna aus dem Stadion schießen werden, war auch klar. Wir haben leider die erste Phase der ersten Halbzeit wirklich verschlafen, zu viele Chancen, mit der ersten Aktion glaube ich schon eine riesen Chance zugelassen. Das darf uns so nicht passieren, aber wir haben uns dann gefangen, die Aktionen, die wir nach vorne hatten, die waren schon immer wieder auch gefährlich.
bekommen den Elfmeter, nutzen den eiskalt aus, so wie es dann auch gehört für eine Mannschaft, die da oben steht. Aber was natürlich auch nicht passieren darf, ist, dass wir uns zweite Halbzeit ganz schön eindrücken lassen haben. Wir haben viele Standards zugelassen, viele unnötige Aktionen, sage ich mal. Und ja, das 1-1, glaube ich, war folgerichtig, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Und, aber ich denke, wir hatten auch ein, zwei Möglichkeiten. Wir haben uns leider nicht mehr so befreien können wie in der ersten Halbzeit, aber ich denke, dass der Punkt verdient ist. Die erste Chance habe ich erst notiert, 83. Minute. Das ist ja korrekt, ne? Ja. In der zweiten Halbzeit. Woran lag es? Genau. Da kam ja überhaupt nichts mehr nach vorne und ja, man hat sich komplett hinten reindrücken lassen. Ja, weil einfach Köln dafür bekannt ist, dass sie sehr, sehr gute Standards zum einen haben, aber auch für sie ist jeder Einwurf in der gegnerischen Hälfte ein Standard. Das wussten wir und das macht es natürlich auch gefährlich, weil man den Ball nie richtig in die eigene Reihe bekommt. Haben einen großen Druck aufgebaut Köln, wir haben uns, wie gesagt, versucht zu wehren, haben dann leider nicht mehr die Ruhe ins Spiel bekommen, die wir dann auch zum Mitte Ende der ersten Halbzeit hatten. Deswegen stimmt, also ich glaube, Anfang 80. war die erste richtige Chance. Vorher haben wir gefühlt gar nicht in deren Hälfte gewesen, deswegen sind wir zufrieden mit dem Punkt. Nochmal zwei, drei Sätze zur Elfmetersituation, klarer Fall, Mbala kommt einfach mit dem Fuß so hoch und im 16er ist es Elfer. Ja, Punkt. Also der Schiri kam auch nochmal zu mir, also auch ganz klarstellen, dass da nichts von Schwalbe oder sonst was war. Der Fuß hat da oben nichts verloren. Hat er mir auch noch eine Halbzeit bestätigt, dass er auch richtig lag. Der Fuß hat da oben nichts verloren im Strafraum. Wer da hingeht, der muss dann damit rechnen, dass gepfiffen wird. Punkt. Und heute den Ausfall, Toni Süre und Christian Groß, ja, im Vergleich jetzt zu letzter Woche gegen Lotte, beide gefehlt, zwei Stammspieler. Hat die Truppe gut weggesteckt, oder? Ja, ich denke schon. Ich meine, wir brauchen nicht über die Qualität von den beiden Jungs reden. Also wie wichtig sie sind, das zeigen allein ihre Einsatzzeiten. Aber wir sind eine Truppe, die sowas auffangen kann. Ich bin auch lange ausgefallen. Das musste auch ersetzt werden. Das ist gelungen. Jetzt leider zwei Stammspieler auf einmal. Aber großes Lob an die Mannschaft erstmal. Aber auch an Karma, der das sehr, sehr ordentlich gemacht hat für sein, ich weiß nicht, war sein erstes Spiel von Anfang an. Dafür muss ich sagen, Hut ab, hat er schon mit relativ viel Ruhe auch gerade erste Halbzeit gespielt, zweite Halbzeit, klar. Da kommt dann die Erfahrung dazu, aber das wird der Junge auch lernen, das hat er sich erarbeitet und er hat ein gutes Spiel gemacht heute. Wunderbar, vielen Dank. Okay. Ja, Bastian, 1-1 bei Fortuna Köln. Verdienter Punkt, erzitterter Punkt oder wie ist Ihr Resümee? Fakt ist, wir haben den Punkt und den nehmen wir mit. Ich denke, Fortuna hat uns alles abverlangt, vor allem auch in der zweiten Halbzeit. Aber man muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit war wenig Spielfluss. Da im Spiel viele Unterbrechungen durch den Schiedsrichter, ob es immer Foulspiel war, weiß ich nicht, viele Standard, viel Kampf um den zweiten Ball, deshalb ist wenig Spielfluss zustande gekommen. Aber wir nehmen den Punkt mit und darauf bauen wir auf. Wir haben wieder einen Punkt mehr auf unserem Konto und das ist gut so. Die erste Chance in der zweiten Halbzeit haben wir erst in der 83. Minute notiert. Also da war ja nach vorne hin erschreckend wenig im Vergleich zur ersten Halbzeit. Woran lag es? Dieser Leistungseinbruch vor der Halbzeit lief es ja nach 20 Minuten. Ja, ich denke, erste Halbzeit haben wir das nach anfänglichen Schwierigkeiten gut gemacht, denn zweite Halbzeit war klar, dass die Kölner rauskommen und alles versuchen werden. Wie gesagt, dann waren viele, viele Standardsituationen, viele hohe, lange Bälle, Kampf um zweiten Ball. Da war vielleicht ein Stück weit zu wenig Entlastung, aber das Positive ist, wir haben uns als Team dagegen gestemmt und sind dagegen angegangen. Das ist das Positive und wie gesagt, wir nehmen den Punkt mit und jetzt spielen wir zu Hause und da wissen wir, was da los sein kann. Vielleicht nochmal ein paar Sätze zu Ihrer eigenen Leistung. Ich hatte den Eindruck, heute ein bisschen zu viel diskutiert, das hätte möglicherweise Gelb-Rot in der zweiten Halbzeit gekostet. Zu viel Diskussion mit dem Schiri. Nee, nicht wirklich Diskussion, aber wenn man sieht, ich bekomme für mein erstes Foul direkt Gelb und der Andersen macht in der zweiten Halbzeit innerhalb von 5 Minuten 2 taktische Fouls und kriegt nicht die gelb-rote Karte, dann gucke ich da, ob da das alles in Balance ist und ich denke, das war es nicht und deshalb habe ich dem Schiedsrichter das auch klar gemacht, aber ich denke, ich war da nicht gefährlich. Ist natürlich bitter, dass ich nach dem ersten Foul, wie gesagt, direkt wieder verwarnt bin und dann so ein bisschen rausgenommen werde, was die Zweikampf angeht und da muss ich vielleicht mich auch selbst ein Stück weit cleverer anstellen. Alles klar, vielen Dank. Danke. Guter Einfall. Ne? Danke, ciao.